Die Bedingung ist eigentlich für das Art at Work, dass man sich mit den Mitarbeitenden oder mit der Arbeit hier in dieser Firma auseinandersetzt. Und mein Projekt ist, dass ich die Mitarbeitenden befrage über eine Wahl Mutter oder Vater, um Recherchen zu betreiben und mir dann ein mögliches Bild deines Elternteils zu machen. Also das Ziel ist eigentlich eine Ahnengalerie von möglichen oder unmöglichen Beteiligten. Also es ist eigentlich ein Elternteil, aber vielleicht sagst du dann am Schluss, ja, 1% ist identisch, vielleicht die Hautfarbe oder ja, die Augenfarbe stimmt einigermaßen, aber das ist auch nicht relevant. Es ist nicht das Ziel, ein Porträt zu machen von deinem Vater, sonst wäre es einfacher, du würdest mir Fotos bringen und ich würde mich mit dem auseinandersetzen. Sondern es geht darum, du bist gefordert, indem du deinen Elternteil beschreiben musst. Du brichst das bereits herunter. Ich mache mir ein Phantombild und schreibe mir gewisse wichtige, dominante Aussagen von dir auf. Breche es ein zweites Mal herunter und wenn ich dann später, vielleicht mache ich deinen Elternteil in einem Monat, werde ich dann bereits dich vergessen haben, werde mir, sonst mache ich ein Selbstporträt von dir, ja, weil ich dich in Erinnerung habe, sondern deinen Elternteil werde ich dann in Holz formen und der wird dann nur noch aufgrund dieser Recherchen Befragung das zustande kommen. So, jetzt packen wir ein und verschieben uns nach Zürich. Finde ich noch schön auch für die Firma. Also das heißt, es gibt Diskussionen über Vater und Mutter. Aber im Alltag kommt das manchmal gar nicht zum Vorschein. Es interessiert eigentlich nur die Leistung. Der Typ ist rein, ja, ist sympathisch, okay, er leistet gut oder ist vielleicht nicht so belastbar und so weiter. Also einerseits ist es ja ein übergeordnetes Thema, was ich seit Jahren eigentlich verfolge. Aber immer eben dieses Abbilden von Köpfen, für mich der Link zum Traditionellen immer zu stark war. Wie dann die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sich im Betrieb verhält, ist ja unweigerlich auch eine gewisse ein Milieu oder eine Vergangenheit, die mitspielt. Und die wird ja im Alltag nicht sichtbar, aber vielleicht gerade auch als Vorgesetzten ja manchmal auch spannend ist. Ja, wo kommst du und hast du mehr von deinem Vater oder deiner Mutter? Wie bist du beeinflusst und so weiter? Also ich finde das, ohne da irgendwie einen Striptease abzuziehen.
Ich benutze da wirklich eigentlich eine Kettensäge und ein Meißel. Das ist ein 60 mm breites Messer, wo ich wirklich Augen, Nasenlöcher, alles, damit ich nicht wieder verführt bin, da irgendwo ins Detail zu gehen, weil letztlich ist es und bleibt es ja irgendwo eine etwas traumhafte Sache. Also das heißt, ich selber, es bringt nichts, wenn ich ein Ohr ausbilde, weil es ist ja nur eine Anlehnung an das, was ich mir vorstellen könnte. Darum bringt es nichts, dass ich handwerklich ein Ohr da irgendwie beweisen muss, dass ich ein Ohr machen kann. Oder? Ich könnte es auch weglassen zum Beispiel. Auch mit diesem provokativen Element, indem ich die befrage und da eingreife, locke ich aber eigentlich auch das Gestaltungspotenzial, gestalterische Potenzial der Mitarbeiter heraus. Indem ich dann nachfrage und sage, ja, dein Vater hat irgendwie eine Hautallergie, ja, wie beschreibst du diese Oberfläche dieser Haut? Dann müssen sie, oder Augenfarbe. Einige sagen, ich muss dir ehrlich gestehen, ich weiß nicht, welche Augenfarbe meine Mutter hat. Dann sage ich, ist gar nicht relevant, was hast du für ein Gefühl? Das Aufweichen, vielleicht das auch Zwischenmenschliche, auf der Beziehungsebene etwas auch Wertschätzung. Und darum hat mich das sehr interessiert, eigentlich dieses Thema in diese Firma zu bringen. Ja.